Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Switch to Mac-Reihe. Und heute wollen wir uns mit einem Feature von macOS beschäftigen, das sich Spotlight nennt. Und Spotlight finden wir hier oben rechts, signalisiert durch diese Lupe, durch dieses Lupensymbol. Und wenn wir draufklicken, dann sehen wir schon, öffnet sich hier dieses Sucheingabefenster. Und Spotlight ist für den Mac die Universalsuche. Das heißt, ihr könnt alles, was sich auf eurem Mac befindet, damit suchen, aber es gibt auch noch viel mehr Funktionen. Doch gehen wir erst einmal in die Einstellungen und dort gibt es einen extra Punkt ganz oben unter Persönlich Spotlight. Hier können wir zum einen auswählen, wo überall gesucht werden soll und auch in welcher Reihenfolge Ergebnisse angezeigt werden sollen. So kann ich zum Beispiel sagen, hier Dokumente sollen höher als Systemeinstellungen und so weiter und so fort. Musik, ihr seht hier Bilder, alles das wird angezeigt. Dann gibt es einen Tastaturkurzbefehl für sowohl diese Spotlight-Suche oben rechts, die ich euch gezeigt habe, oder auch ein Spotlight-Fenster, das zeige ich euch gleich. Und wir können unter Privatsphäre Ordner oder Bereiche festlegen, in denen Spotlight nicht suchen soll. Wenn wir jetzt einfach mal hier Command und L drücken, Leertaste drücken, dann öffnet sich hier oben die Spotlight-Suche. Wenn wir dazu noch dann Alt-Command L drücken, öffnet sich das Spotlight-Fenster. Das sind so die Standard-Tastatur-Kurzbefehle. Und im Spotlight-Fenster haben wir zum einen hier auch schon vorgefertigte Suchen. Heute, gestern, letzte Woche. Alle Bilder, alle Filme, alle Dokumente. Wir haben hier oben diese Leiste, wo gesagt wird, wo wir durchsuchen möchten. Wir können zum Beispiel, wenn wir jetzt hier in den Ordner Dropbox gehen und einfach mal hier zum Beispiel Test eingeben, dann können wir sagen, er soll nur diesen Dropbox-Ordner durchsuchen oder den gesamten Mac. Dann seht ihr natürlich, findet er hier einiges mehr. Wir können sagen, ob er nach Inhalt oder nach Dateinamen suchen soll. Ihr seht das hier zum Beispiel Dateiname, dann ist, hier haben wir hier nur diesen Background-Test 1 und bei Inhalt haben wir ja auch Ups-Blog YouTube-Profilbild. Und so, das ist, also Suche kennt ja jeder von euch, Spotlight. Und bei Mac heißt das Ganze, wie gesagt, Spotlight und ihr könnt aber auch zum Beispiel das als schnellen Taschenrechner nutzen, indem ihr einfach zum Beispiel 2x3. Gebt euch aus, was 2x3 ist, sollte jeder wissen. Dann können wir auch von hier aus direkt in die Einstellungen gehen. Wir können aber auch, wofür ich Spotlight am meisten auch mitnutze, ist zum Beispiel zum schnellen Start von Programmen. Ihr habt ja alle euer Doc hier unten, doch man will sich das ja nicht allzu sehr voll spammen und nicht alles unbedingt da reinmachen. Zum Beispiel könnte ich jetzt Steam hier rausnehmen, auf Spotlight gehen und einfach Steam eingeben. Könnte das Ganze hier starten und Steam würde sofort anspringen. So geht das Ganze recht fix. Man braucht das Ganze nicht erst ins Dock zu bewegen. Man kann es auch, ich finde, sehr, sehr fix über Spotlight starten. Das benutze ich, wie gesagt, sehr, sehr häufig, dieses Feature. Und ansonsten, Spotlight ist super, super fix. Wir können hier einfach mal, was haben wir denn hier mal? Wir können einfach mal nach Technik, Obst suchen. Und ihr seht, sofort haben wir alle Treffer, werden blitzschnell angezeigt. Und wir können jetzt zum einen draufklicken, dann würde sich das Ganze hier öffnen. Bei einem Ordner passiert das dann, öffnet das im Finder. Wenn wir aber zum Beispiel eine Musikdatei haben und wir möchten die, wenn wir jetzt einfach draufklicken würden, Hallo und herzlich willkommen hier bei Technik Obst. dann spielt er sofort das File ab, jetzt in diesem Fall in iTunes. Wenn wir aber zum Beispiel wissen wollen, wo im Finder sich das befindet, also an welchem Ort wir das gespeichert haben, halten wir die Command-Taste gedrückt und klicken dann darauf und kommen so zu dem Ordner, in dem das Ganze gespeichert wurde. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr nützliches Feature und wie gesagt, Spotlight ist super schnell, durchsucht euer Mac sofort. Das muss ganz am Anfang einmal das Ganze indizieren, aber dann geht das super fix und ich nutze es als Schnellstartleiste für Programme, um Dateien zu suchen. Ihr könnt, wie gesagt, ihr findet ja auch alles. Ihr könnt in Mails durchsuchen, hier PDF-Dokumenten, Webseiten, Filme, alles da, Kontakte. Also, so könnt ihr wirklich blitzschnell auch hier E-Mails wirklich alles durchsuchen und das ist Spotlight. Sehr, sehr, sehr nützliches Feature, was ich auch täglich nutze und sehr froh darüber bin, dass ich es habe. Das war's von dieser Ausgabe von Switch Mac. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, abonnieren nicht vergessen. Obstvlog auch abonnieren nicht vergessen. Auf Technik, nee, auf Twitter folgen wollte ich sagen. Website besuchen. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.